So, wir sind dabei beim Satz des Pythagoras und in der Praxis gilt es, immer rechtwinklige Dreiecke zu finden. Ich habe extra mal ein Haus ganz frech und schnell skizziert und das hat hier ein Dach und dieses Dach, ja, da haben die Dachdecker gemessen, das sind hier 10 Meter, das sind die 10 Meter Länge, herunter, schräg runter, das ist ein symmetrisches Dach und wir möchten gerne die Höhe finden. Die Höhe dieses Giebels, sagt man hier vorne dazu. Hier vorne, das ist der Giebel. 10 Meter breit ist er und wir möchten die Höhe finden. Warum? Wir müssen uns irgendwie immer dreieckige Formen schaffen, die auch einen rechten Winkel haben. Und wenn man sich, das ist unsere grundsätzliche Skizze, wir werden dann gleich zur Arbeitsskizze kommen. So, jetzt mache ich Pause und dann melden wir uns wieder, wenn wir das gefunden haben. So, jetzt kam die Idee, wir halbieren vorne den Giebel. Ich zeichne den Giebel jetzt bloß nochmal einfach so. Jetzt kommt unsere Höhe und die Höhe, die kann man ja überall messen. Die kann man hier daneben messen, die kann man auch in der Mitte messen und automatisch halbieren wir, denn Höhen stehen immer senkrecht. Jetzt halbieren wir die ganze Geschichte und siehe da, wir haben hier ein Dreieck. Und zwar hier, ich mache es jetzt mal richtig rot, damit man es richtig sieht. Hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und das hat hier einen rechten Winkel. Denn die Höhe steht ja senkrecht. Unsere eigentliche Arbeitsskizze ist eigentlich nur dieses rote Dreieck. Das kann dann so ähnlich aussehen und wir schreiben ran, was wir haben. Was haben wir hier? Hier an der äußeren Seite gucken wir, ach, das waren die 10 Meter. H wissen wir noch nicht, schreiben wir hier ran, H. Und hier unten, das wissen wir aber, das war das hier, dieses Maß. Aber, weil wir es halbiert haben, nur die Hälfte, 5 Meter. Wir malen noch unseren rechten Winkel ein und dann können wir loslegen. Jetzt das ganz nebenbei und jetzt rechnet mal ganz schnell aus, wir melden uns dann gleich wieder. Für die puren Anfänger, wir wissen ja, dass unsere Hypotenuse immer C heißt und wer das unbedingt so haben möchte, der sagt, okay, dann ist mein C gleich 10 Meter, hierzu sage ich B ist gleich 5 Meter und das ist dann meine Seite A, die entspricht der Seite H. Und jetzt kann ich ein- und übersetzen, diese Skizze hier, die kann ich jetzt übersetzen in meine Formel. Ich sage, C Quadrat ist ja A Quadrat plus B Quadrat. Und wenn ich das jetzt einsetze, dann sieht das so aus. Statt C schreibe ich 10 Meter, aber ich muss sie quadrieren, immer mit Klammern arbeiten. 10 Meter in Klammern zum Quadrat, sagt man dazu. Dann ist a Quadrat heißt h, na gut, h, allerdings Quadrat, ne? Das ist mein, hier dieses ersetzte h. So, und jetzt geht's weiter, plus schreibe ich ab von meiner allgemeinen Formel, hier mein plus, und b war ja 5 Meter, ich schreibe jetzt mal 5 Meter in Klammern zum Quadrat. Wer das kann, der schreibt die Formel gleich so hin, 100 Quadratmeter ist gleich h Quadrat plus 25 Quadratmeter. So geht es natürlich auch. Und jetzt kann man umstellen und dann ist man eigentlich schon auf der Habenseite. Minus 25 Quadratmeter. Wie gesagt, hier diese einfache Geschichte mit den Klammern und so weiter, mit der Ersetzung, das ist jetzt erstmal Tippeltappeltour. Später macht man das gleich relativ schnell. Und 100 Quadratmeter minus 25 Quadratmeter sind 75 Quadratmeter, ist gleich h Quadrat. Ach, h Quadrat. Ach, Mensch, komm, jetzt machen wir mal einen Schritt schneller. Wenn ich schon die Wurzel vorwegnehme, dann kann ich jetzt lostippen und habe H automatisch geliefert bekommen. Eingetippt 8,6602, tralala. Wir machen es immer auf 3 Stellen genau. In diesem Fall hätten wir nämlich dann bis auf Millimeter genau. Auf dem Bau wäre das egal, wir machen es trotzdem. So, jetzt gibt es Fragen. Hier gab es folgende Frage. Ich hatte ja so frech gesagt, ach, ist H Quadrat, ach, egal, ich mache die Wurzel. Ausführlich wäre es so. Wenn ich hier minus 25 Quadratmeter abgezogen habe, steht hier 75 Quadratmeter ist gleich h Quadrat. Der nächste Schritt heißt, ich möchte ja mein echtes h haben, Wurzel ziehen auf beiden Seiten. Ganz ausführlich hieße das, Wurzel aus 75 Quadratmeter ist gleich Wurzel aus h Quadrat. Und der nächste Schritt wäre dann h ist gleich und so weiter. Ich habe das vorhin alles ein bisschen vorweggenommen. Gut, lasst uns mal noch eine Übung machen und zwar wir versuchen mal wieder einen rechten Winkel zu finden. Auf der grünen Wiese, deswegen habe ich einen schönen, und zwar in Zeiten des Hochwassers sind diese Dinge besonders wichtig,
und die nennen sich Deiche. Und wenn ich die von der Seite aufschneide, also hier so ein Deich, hier oben fahren sie drauf lang, und wenn ich mal so einen Schnitt durch so einen Deich mache, hier lasst das Wasser sein, ne? Plätscher, plätscher, hier ist Wasser überall und so weiter. So, wenn ich aber mal hier einen Schnitt durch den Deich mache, kann ich Folgendes sehen. Nehmen wir mal an, der ganze Deich ist breit, sagen wir mal 20 Meter, und der sei symmetrisch. Und der Deich ist unten breit 60 Meter. Rechter Winkel, wir möchten gerne die Höhe finden. Rechter Winkel, irgendwo, hier ist nirgendwo ein rechter Winkel. Das Ganze ist ein Trapez, weiß ich auch. Also, wir brauchen wieder mal die Höhe. Tja, die Höhe. Wie finden wir hier in diesem Fall entsprechende Dreiecke und dann auch noch mit Maß? Und dann können wir loslegen. Also dieses Thema ist gegeben. Gesucht ist die Höhe. Und wir brauchen irgendwelche Skizzen zu anfangen, damit wir da weiterkommen. So, jetzt haben wir erkannt, wenn man die Höhe zweimal hier reinbaut, natürlich haben wir dann zwei Dreiecke. Aber was ich unterschlagen hatte, mir ging es erstmal um das Erkennen dieses Prozesses. Diese Seite hier, das waren 50 Meter, die haben wir gemessen. Von hier bis hier, also den Deich runter bis zum Meer, beziehungsweise auf der anderen Seite wären die auch 50 Meter. Ich hatte ja gesagt, das Biest ist symmetrisch. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit loszurechnen. Jetzt bastelt mal da wieder die entsprechende Formel und dann sehen wir uns wieder. So, wenn wir das mal ganz schnell machen und stellen a Quadrat auf die andere Seite, dann haben wir c Quadrat minus a Quadrat ist b Quadrat. Wenn ich hier entsprechend ersetzt habe, ich habe den Schritt jetzt mal ein bisschen schneller gemacht. Eingesetzt bedeutet das, c Quadrat, quadrieren 5 mal 5, 25, 2 Nullen dran, peng, minus 20 mal 20 Quadratmeter. Und über allem die Wurzel. Also jetzt nicht wieder einzeln wurzeln, das geht nicht. Dann hätten wir letzten Endes einzutippen die Wurzel aus 2100 und Meter. Ja, ja, ich habe hier einige Schritte übersprungen. So, das noch eintippen und dann haben wir die letzten Endes, da wir das ersetzt haben, als H. Und dann haben wir 45,825 Meter raus und dann... Ja, lassen wir uns noch eine Aufgabe einfallen. Zwei Bungee-Jumper sagen sich, blöderweise haben diese Leute da nicht eingeschrieben, wie hoch das von hier bis hier ist. Wir sind wieder bei der Höhe, ne? Ist furchtbar. Wir müssen aber unser Seil so genau einstellen, dass wir hier unten, wenn wir hier runterhüpfen, nicht aufknallen. Wir haben gemessen, von hier bis hier, das konnten wir messen, das war leicht. Da sind wir mit dem Maßband runtergerannt, waren das 300 Meter. Wir sind hier oben auf der Brücke langgelaufen bis zu dem Punkt, wo diese 300 Meter zu Ende sind und haben gemessen 130 Meter. Jetzt möchten wir gerne die Höhe haben. So, jetzt seid ihr dran. Das war die grundsätzliche Skizze, worum es geht. Jetzt sieht man ja schon das Dreieck, das schreit einen ja schon an. Macht eure Arbeitsskizze, das genügt dann. Es ist wieder mal H gesucht. Okay, also hier ist der rechte Winkel. Das ist jetzt in Pink. So, rechter Winkel, somit ist hier C, weil C immer gegenüber vom rechten Winkel liegt. Und dann ist hier B und da A. Ich habe das Dreieck jetzt in meinen Gedanken gedreht und dann, das ist jetzt so. Also H ist A und 130 Meter ist B. Okay, dann los. In schwarz. Jetzt in schwarz schreiben. Dann, jetzt habe ich die Formel nochmal hingeschrieben und jetzt setze ich ein für C 300 Meter in Klammern zum Quadrat, dann für A H zum Quadrat und für B 100 in Klammern 130 Meter zum Quadrat. Ja. Jetzt kannst du mal Pause drücken, weil der Rest ist jetzt... So, und am Ende kommt dann das raus und ja... Ich habe, also a Quadrat ist ja h.
dann habe ich da Haare geschrieben. So. Was anderes ist gegeben, ich habe gerade mal ganz kurz ein Thema vorgeführt, und zwar im Flachland machen Drachenflieger das so, dass sie sagen, wir haben hier eine gewisse Strecke, dann steht hier so eine Motorwinde, ich mache jetzt mal das Seil blau, und dann wird ein Drachen direkt wirklich hochgezogen. Und jetzt ist Folgendes, der Drachenwindenfahrer, der sitzt hier drauf und passt auf und bedient das ganze Gerät. Hier oben haben wir einen Drachen und hier hängt der Mensch dran und der fliegt dann nach hoch. Der Drachenwindenfahrer, der weiß zum Beispiel, dass die gesamte Strecke 1300 Meter Seil ist, nur ein Beispiel. Und jetzt könnte man Folgendes machen, das ist leicht abzumessen. Von hier bis hier stellt sich einer hin und sagt, jetzt. Und wir haben meinetwegen hier bloß noch 700 Meter. Und wir wissen, es geht natürlich wieder mal um die Höhe, wir wissen, dass das Seil 800 Meter noch lang ist. Das Ganze könnte man auch anders machen, aber wir machen es jetzt mal so. Und jetzt male ich es mal, damit es richtig bunt wird, die Höhe in Rot. Es ist allen klar, hier ist ein rechter Winkel. Schnell nochmal die Übung, wie macht man es da? Das gleiche kann man auch mit Kinderdrachen machen und so weiter, denn da weiß man, wie lang die Leine ist. Da wird das Seil nicht eingerollt, sondern da weiß man gleich, dass es so ist. Ne? Zum Beispiel. So, dann los. Also ich habe jetzt hier die Formel hingeschrieben und das ist HG ist Hypotenuse und ja, dann habe ich in die Formel eingesetzt. Und die 800 Meter sind ja, das ist ja dann HG halt. Das HÜ. Ja. Und das ist ja gegenüber von dem rechten Winkel. Genau. Und dann habe ich jetzt in die Formel eingesetzt und das rechne ich jetzt mal aus. So, das habe ich jetzt ausgerechnet und ja, das kommt raus. Gut, na klar ist das schwer hier vorne zu sprechen. Ich empfehle, Leute, schreibt euch das gleich so hin. Also nicht HG, sondern HY, ne? Hypotenuse zum Quadrat. Und dann immer schön die Istgleiche untereinander schön strukturiert schreiben. Man kommt nämlich sonst ganz schnell durcheinander. Ich würde, damit es nicht so viele Nullen werden, damit man sich nicht verschreibt, ich würde an der Stelle schon den Regiestrich hier. Hier würde ich schon den Regiestrich machen, denn dann kann man das ganz schnell machen. Dann geht das besser. Das ist jetzt alles, wie gesagt, Tippeltappeltour. Wir werden es dann später etwas routinierter machen. Wir haben hier aber was Neues angewandt. Wir haben gesagt, bevor wir immer das Dreieck auf den Kopf stellen und das ganze Heft drehen und C, wo ist ein C, wo ist A, wo ist dies, wo ist das, kann man diese Formel so allgemein anwenden, dass man sagt, die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Oder leichter zu merken, Hy-Quadrat ist K-Quadrat plus K-Quadrat. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab. Nochmal, es ging darum, rechtwinklige Dreiecke irgendwo reinzubasteln, zu finden, zu erfinden teilweise, dann zu ersetzen und entsprechend wieder zu rechnen. Bei allen Beispielen eigentlich immer dasselbe Prinzip.